Heute habe ich ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Ich zeige euch nämlich, wie ihr Haxe nach Wiesenart selber machen könnt. Wiesenhaxen werden traditionell gegrillt. Da ich aber keinen Haxengrill habe, habe ich sie im Ofen gemacht und nenne sie deswegen auch nur nach Wiesenart. Haxe nach Wiesenart aus dem Ofen ist aber genauso lecker wie eine Haxe vom Grill. Dazu dann selbstgemachte Knödel und Schmorsauerkraut, ach Herz, was willst du mehr? Wie ihr so eine Haxe mit krosser Kruste und zartem, saftigem Fleisch hinbekommt, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für die Haxe nach Wiesenart bedarf es gar nicht vieler Zutaten. Eine Haxe, meine hatte 1350 Gramm, 500 Gramm Suppengrün, Salz, 3 Nelken, 5 Wacholderbeeren, 5 Pimentkörner, 1 Teelöffel Pfefferkörner und 3 Lorbeerblätter. Als erstes wird aus dem Suppengrün und etwas Salz eine schöne kräftige Brühe gekocht. In diese kommen jetzt die Eisbeine rein, eine wird später zur Haxe und eine mache ich dann später noch zur Eisbeinsülze. Die Haxe holen wir nach einer halben Stunde wieder aus der Brühe. Jetzt ist die natürlich noch lange nicht gar, aber sie lässt sich zum Beispiel jetzt schon mal sehr gut einschneiden. Wie ihr die Fettschwarte einschneidet, ist euch überlassen. In der Regel werden Rauten geschnitten. Also ringsherum in Ringe und dann nochmal so gegen den Strich, wie ihr das hier seht, in Rauten. Das Eisbein, was später Eisbeinsülze wird, wird jetzt in einen kleineren Topf gefüllt. Und das darf dann nochmal 3 Stunden weiter köcheln. Unsere Haxe wird jetzt in eine feuerfeste Form umgesetzt. Dazu kommt etwas Gemüse aus der Gemüsebrühe. Aufgepasst, jetzt kommt eine Variante, wie ihr sie noch nicht kennt. Die Haxe kommt jetzt bei 150 Grad Umluft für nur 15 Minuten vorerst in den Ofen. Nach diesen 15 Minuten ist die Schwarte wunderschön aufgeplatzt. Jetzt kann die Haxe rundherum gut gewürzt werden, denn das Salz kommt jetzt auch in die Ritze zwischen der Schwarte. Und jetzt geht die Haxe noch einmal für 3 Stunden bei 150 Grad Umluft in den Ofen. Nach 3 Stunden ist sie fertig und sieht dann so aus. Aus dem Fond, in dem die Haxe lag, habe ich jetzt noch eine schöne Soße gemacht. Dafür habe ich die Haxe kurz entnommen und den Fond durch ein Sieb in einen Topf abgeschüttet. Der Fond muss nicht mehr gewürzt werden, es kommt nur etwas Tomatenmark dran und ein urbayerisches Bier. Etwas Mehl mit Wasser verrührt zum Andicken der Soße und dann ist die Soße auch schon fertig. Ja, gelungen, sage ich mal. Dann kann also angerichtet werden. Und jetzt schaut mal, wie zart diese Haxe ist. Sie lässt sich wunderbar von den Knochen lösen. Und trotzdem ist die Schwarte schön kross. Das ist wirklich ein Schmankerl, kann ich euch sagen. Wenn ihr wissen möchtet, wie man Kartoffelknödel halb und halb macht, hier oben gibt es ein Video dazu von mir. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.